So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Golden Edition. Wir sind hier mitten in einem Kampf und ich kann mein Pokémon wechseln. Ja, natürlich wechsle ich es aus. Ich will nicht mit Kyoko kämpfen. Tut mir leid. Wen setzen wir denn ein? Slowsis. Setzen wir mal Slowsis ein. Weil Slowsis manchmal... Okay, den Radikal. Ich wusste natürlich nicht, welches Pokémon kommt. Sonst hätte ich wahrscheinlich nichts Slowsis eingesetzt, da ich glaube, Radikal hat doch Biss, oder? Okay, er setzt erstmal Grimasse ein, das ist völlig egal, da wir sowieso viel, viel langsamer sind als sein Radikal. Als sein Radikal? Als ihr Radikal? Als das Radikal einfach. Okay, Konfusion macht nichts weg. Dann schauen wir mal, ob Surfer etwas mehr wegzieht. Oh. Oh, Hyperzahn hat doch eine Menge abgezogen. Erstaunt mich doch ein bisschen. Aber nun ja, was soll man machen? Oh, 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 sehr schön. Noch eine Konfusion sollte reichen und das Radikal sollte besiegt sein. Und ist es auch... Okay, ganz fest ausgewichen. Und noch ein letzter Rückzug-Hieb von Radikal, bevor es in die ewigen Jagdgründe geht. Haha. Auf Wiedersehen, Radikal. Es würde übrigens einen schönen Pelz abgeben von meinem schönen Kamin, den ich leider noch nicht habe, aber den ihr mir kaufen könnt. Okay, als nächstes kommt Smogon rein. Gegen Smogon lassen wir natürlich Slowsis drin, denn wir haben Konfusion und la Confusion est very effektiv gegen dieses Smogon. Tackle sieht natürlich überhaupt nichts weg. Was für ein Wunder? Ne, kein Wunder, ist natürlich völlig klar. Okay, gegen wen kämpfen wir? Rocket Vorstand, oha. Wurde besiegt. Ich konnte nichts machen. Bitte, vergib mir, Giovanni. Oh, wir sind... Wo sind wir hier? Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Ich weiß, wo wir sind. Es müsste Kramaux sein, oder? Das Passwort lautet Preise, Giovanni. Okay, cool, wir sind dort, wie heißt die Stadt? Die Stadt dort vor dem See des Zorns, keine Ahnung wie die heißt. Und auf jeden Fall haben wir jetzt das Passwort für die Tür. Okay, hier ist die Tür nicht, die aufgeschlossen werden muss. Haben wir sonst alles erkundet? Ich hoffe mal, die anderen haben alles erkundet, weil... Keine Ahnung, wenn wir schon hier beim Kramaux waren, dann nehme ich mal an, dass alles erkundet wurde. Ich gehe mal hier runter. Hier ist auch nichts, gut. Dann finden wir am besten mal die Tür. Moment. Gehen wir mal hier runter. Gegen die haben wir auch... Ja, haben wir gekämpft. Gegen den da. Jo, haben wir auch gekämpft. Okay. Ich glaube, sie haben schon alle hier besiegt und wollten nur noch, dass ich den Rocket-Vorstand erledige. Ach ja, Moment. Kyoko nicht mehr an erster Stelle, sondern... Focke. So. Und gehen wir wieder rauf. Gegen den haben wir wohl auch gekämpft. Gegen den auch. Ach, hier ist die Tür, glaube ich, oder? Die Tür ist verschlossen, TJN gibt das Passwort ein, die Tür wurde entriegelt. Sehr schön, damit müssen wir die Elektroball besiegen. Bleib stehen, wo du bist! Das ist eine Frau. Oh, tut mir leid. Wir können es nicht zulassen, dass ein Balk hier herumläuft. Das schadet Team Rockets Stolz. Wie stark du auch bist, du kannst es nicht mit uns beiden aufnehmen. Tut uns leid, Kleiner, jetzt wirst du zermalmt. Oh, wer ist denn das? Hey, sei nicht so egoistisch, teile den Spaß. Das ist natürlich Siegfried mit seinem Dragoran, sieht aber aus, finde ich, wie ein Glurak, mehr oder weniger. Wie? Du hattest einen Komplizen? Wo ist dein Ehrgefühl? Ich, Giovannis Stellvertreterin, werde dir zeigen, was es bedeutet, sich mit Team Rocket anzulegen. Gut, wir kämpfen gegen die Vertreterin. Oder was? Was ist die Vorstand, genau? Gegen die Vorstand. Wir kämpfen gegen den Vorstand. Oh, sie hat einen Arbok. Uiuiui, das könnte gefährlich werden gegen unser knuffiges Knuddeluff. Knuddeluff. Pummeluff. So, wir setzen einen Kopfnuss ein. Und das sollte hoffentlich ein Tunnel-KO werden, oder? Bitte. Nein, leider nicht. Schade. Dann hätte ich doch lieber Gesang erstmal einsetzen sollen. Aber nun gut, jetzt machen wir Kopfnuss. Warte, bitte nicht vergiftet, bitte nicht. Sehr gut, noch eine Kopfnuss. So, Volltreffer. Ja, es war kein Volltreffer, aber
Es hat ausgereicht, um das Arbok zu besiegen. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt Duflor. Warte, lassen wir doch unsere Fockel drin, denn Fockel hat eine tolle Attacke gegen Duflor. Duflor. Doch, Duflor heißt es Feuerschlag. So in die Fresse. Duflor, ich bin so bekifft. Also schaut doch mal Duflor an. Es sieht wirklich so aus, als ob es gerade irgendwie einen Joint geraucht hat oder so. Und es sabbert. Das mag ich an Duflor nicht, dass es sabbert. Meine Mirapla ist voll das knuffige Pokémon. So, oh, Mirapla. Giflor mag ich jetzt nicht so, aber es sabbert nicht. Aber Duflor auch so wie in einem Rausch. Na gut, lassen wir das. Angriff, okay, gut, 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 gut. Level 32 für Pummeluff. Kramaux kommt als nächstes. Ja, wir können Pummeluff drin lassen, aber... wollen wir Slowsis reinschicken? Kramaux hat sicher Unlichtattacken. Puh. Ja. Nee. Lassen wir Fock drin, auch wenn es schon Level 32 erreicht hat. Aber, Lorblatt wäre nicht so gut, weil es gegen Flugattacken schwach wäre und... ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass Kramaux auch Unlichtattacken hat und deswegen will ich unser Dings, unser Slowsis nicht einsetzen, unser Phlegmon. Aber Kramaux ist doch relativ stark, finde ich. Wäre das was für unser Team? Vielleicht, vielleicht. Du bist wirklich gut. So ein Mist. Wenn du bei Team Rocket einsteigen würdest, wärst du sofort im Vorstand. Natürlich, denn ich bin besser als du. Ich weiß, ich kann mir die Stimme nicht immer merken, die ich da spreche, aber ist ja auch egal. Dieses Versteck ist gesäubert. Das ist gut. Das Sendexperiment war ein voller Erfolg. Es ist egal, was aus dem Versteck wird. Wir haben höhere Ziele. Schon bald wirst du die wahre Macht von Team Rocket würdigen. Amüsiere dich, solange du noch kannst. Fufufufu. Was? Fufufuf. Okay. Checke ich jetzt nicht so. Genug, wir haben hier alle an. Okay, ich kann die Stimmen einfach nicht merken. Ich kann mir auch keine richtige Stimme für Siegfried ausdenken. Ah, egal. Genug, wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt. Aber der Junge, auf den ich traf, macht mir wirklich Sorgen. Sorry, TGN. Ich habe beobachtet, wie geschickt du bist. Daher habe ich mich zurückgehalten. Jetzt müssen wir nur noch dieses merkwürdige Signal abschalten. Diese Maschine ist die Wurzel allen Übels. Ich sehe hier leider keinen Schalter. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen alle Elektroballs... Elektroballs? Ist nicht Elektroball? Schreibt man Elektroball mit einem L am Schluss? Egal, wir müssen sie auf jeden Fall besiegen. Das sollte genügen, um die Maschine auszuschalten. Die Pokémon trifft keine Schuld. Daher fühle ich mich schuldig. TGN, wir sollten uns besser trennen. Nee, er trennt sich von mir. Er macht Schluss. Er bricht mir mein Herz. Gut, gegen Elektroball setzen wir am besten, würde ich sagen, Neosun-LPM ein. Da Elektroball nichts gegen Neosun-LPM oder Markus nichts anrichten kann. So, und schreiben wir jetzt Elektroball mit einem L? Ja, tatsächlich. Hä? Ich dachte, Elektroball schreibt man mit 2 L. Liegt wahrscheinlich daran, dass Ball mit 2 N geschrieben wird. L. Oh, Body Slam hat... Oh, cool. Body Slam. Setz mir gleich mal Body Slam ein. Oh, Kreideschrei, das tut ihnen in den Ohren weh. Unsere Verteidigung sinkt stark, aber ich hoffe auf einen 2-Hit-KO und vielleicht auf einen 1-Hit-KO. Volltreffer. Sehr gut, Markus. Du bist super. Fast sogar ein Level Up. Nicht schlecht. Das heißt, Elektroball wurde besiegt. Und wenn ein Elektroball den Body Slam aushält, dann versuche ich es sogar zu fangen, weil wir haben noch keinen Elektroball und wir werden ja versuchen... alle Pokémon, die wir fangen können, einzufangen. Body Slam nochmal. Nochmal ein Kreideschrei. Oh, zum Glück schlug es fehl, denn das tut wirklich ein bisschen in den Ohren weh, dieser Kreideschrei. Ja, es hält es aus. Hält es noch ein Zerschneider? Ne, das will ich nicht riskieren. Versuchen wir es einfach mal einzufangen. Superball, los geht's. Mesdames et Messieurs, wir fangen das Elektroball an. Moment. Moment. Wir haben einen Elektroball gefangen. Cool. Ein neuer Pokédex-Eintrag. Es ist gefährlich, besitzt es zu viel Elektrizität und Freizeit amüsiert es sich, indem es explodiert. Oh, das ist eine tolle Freizeitbeschäftigung. Ich explodiere einfach mal. Und ich gebe ihnen einen extrem einfallsreichen Spitznamen, nämlich Pokéball.
wie einfallsreich ich bin. Ich weiß, ich bin kreativ und so, bla 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 bla. Aber Moment. Bill ruft mich an. Hi TGN, ich bin's, Bill. Danke, dass du das Lagerungssystem benutzt. Das letzte Pokémon, das du geschickt hast, hat deine Box voll gemacht. Du musst die Box wechseln, wenn du mehr Pokémon fangen willst. Bis dann. Okay, danke für den Tipp, Bill. In den alten Generationen war es ja so, dass die Box nicht automatisch wächst. Aber Moment! Ich habe, als ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich 15 Superbälle eingekauft, damit Markus das Gyarados fängt. Und sag mir bloß nicht, er hat es nicht gefangen. Er hat es nicht gefangen. Markus, du hast jetzt ein Problem mit mir. Ganz ernsthaft, du hast ein Problem mit mir. Ich wollte das Gyarados haben. Unerhört, wie kann er es einfach nicht fangen? Er hat es wahrscheinlich nicht mal versucht zu fangen. Weil sonst hätte er mindestens einen Superball verschwendet. Danke, Markus. Danke, ich hasse dich. Nee, natürlich hasse ich ihn nicht, aber ich finde es wirklich etwas schade, dass er das rote Gyarados nicht gefangen hat. Haben wir dadurch... Oh! Yeah! Es wurde paralysiert, dadurch sind wir in der nächsten Runde schneller als das Elektroball und können es besiegen, ohne dass es uns vorher angreift. Hey, das ist cool, Body Slam mag ich. Und Neos an LPM oder Markus erhält ein Level Up. So. Hey, Neos an LPM entwickelt sich. Bam, 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 bam. Okay, falsche Melodie, egal. Yeah! Dun-dun-dun-dun. Glückwunsch, dein Neos an LPM wurde zu Meganie. Meganie, ich finde Meganie sieht nicht so toll aus, aber ist Geschmackssache. Komm her, Siegfried, was hast du mir zu sagen? Das merkwürdige Signal ist verschwunden. Der See sollte sich wieder normalisiert haben. Du bist ein Held. Ich möchte dir im Namen aller Pokémon danken. Ja, du sollst das annehmen. Ich habe es hier gefunden, kann es aber nicht gebrauchen. TGN erhält VM06. Danke vielmal. TGN checkt. Das ist Whirlpool. Gib dies einem Pokémon, um reißende Strudel zu durchqueren. Aber vergiss nicht. Du benötigst den Orden der Arena in Mahagonia City, um die VM außerhalb eines Kampfes einzusetzen. TGN, es ist ein langer und steiniger Weg bis zum Pokémeister. Bei Pokémeister, bist du bereit, diesen Weg zu beschreiten? Ich verstehe, du hast recht. Wenn du die Flinte so schnell ins Korn wirfst, hättest du nie vor, diesen Traum zu verwirklichen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Siegfried, und dann werde ich dir ordentlich in den Arsch treten. Moment, schauen wir uns mal unser Team an. Neos an LPM. Ja, Level 32. Kyoko, Flegmon. Oh, Flegmon hat... Oh, Schaufel, cool. Was hat es dafür vergessen? Lehmschelle? Ja, so irgendwas in der Art. Okay, Schaufel ist doch recht akzeptabel. Gut, Spukball, bla 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 bla. Okay, stärkt Mimiki Fußkick. Tackle fliegen, okay. Dann können wir Schaufel einsetzen, um sofort rauszukommen. Genau, sehr schön. Wo landen wir? Im Pokécenter? Nee, vor der Tür. Hey, cool. Cool. Wir heilen unser Pokémon. Das ist Mahagonia City, oder? Ja, das ist Mahagonia City. Hier müssen wir den Orden holen. Wie es aussieht, haben sie den... Wie heißt der Orden? Den Stahlorden schon. Und den Kampforden, oder wie der heißt, haben sie sowieso schon. Da ich ja das letzte Mal kurz... Ich hab gerade ein Black... Ach nee, das letzte Mal bin ich zum roten Begal... den Orden haben wir ja schon längst. Tut mir leid, ich bin ein bisschen vergesslich, oder? Wir haben alle... Ja, wir haben die Orden. Gut, das habe ich wahrscheinlich sogar schon im letzten Part gesagt, aber... Seht ihr, wie vergesslich ich bin? Unglaublich. Och nee, Eisrätsel. Ihr wisst, wie gut ich in Eisrätseln bin. Setzen wir Slowsys einfach mal an erster Stelle, obwohl... Ja, was heißt du? Nicht viel bringt, obwohl es bessere Pokémon gibt. Hier. Um Norbert, zu unserem Arenaleiter zu gelangen, musst du denken, bevor du loslegst. Ja, wegen dem Rätsel. Ich weiß schon, Madame. Okay, sie fährt Ski auf Eis. Ich will jetzt nichts sagen, aber das ist wirklich sehr... Rosana. Nee, wieso gerade Rosana? Da kann ich meine Konfusion... Level 28, gar nicht mal so schlecht. Setz mir mal Schaufel rein. Duplexieb. Ha, das geht daneben. Da hast du's, Rosane. Die Animation ist cool. Ich finde die Animation wirklich cool von Schaufel. Ich finde relativ viele Animationen ziemlich cool in dieser Generation.
Es zieht fast nichts weg. Gut, aber Todeskuss hat keine Wirkung. Seht ihr, unser Slowsis ist einfach der King bzw. die Königin. Dann erst einmal geht Duplexiv daneben und danach hat Todeskuss keine Wirkung. Wenn das nicht mal episch ist. Wenn wir gerade bei episch sind, ein Volltreffer, Mesdames et Messieurs, ein Volltreffer und fast ein Level up. Skifahrerin Helga wurde besiegt. Beim Skifahren. Wie wird hier Skifahren geschrieben? Verdammte Scheiße. Übersetze, was habt ihr getrunken? Egal. Beim Skifahren würde ich nie gegen dich verlieren. Ist mir sowas von egal. Ich boarde sowieso lieber, also von dem her. Kämpfe gegen den Typen hier. Mal schauen, ist er ein Snowboarder? Diese Arena hat einen rutschigen Boden. Das ist doch lustig, oder? Aber wir sind nicht hier, um zu spielen. Okay, gut. Was hat mir das zu sagen? Er ist ein Boarder. Yeah, der ist viel cooler als die Skifahrerin. Obwohl Skifahren auch cool ist. Aber ja, egal. Quickle ist da. Da können wir doch einen Surfer einsetzen. Ist Quickle schon vom Typ... Quickle ist vom Typ Boden, oder? Das sollte sehr effektiv sein, soweit ich weiß. Bodeneis, oder? Oder Bodeneis sollte sein. Ja, ist Bodeneis und deswegen sehr effektiv. Deswegen auch ein One-Hit-KO. Deswegen ein Level-Up für Slowsis. Das freut mich. So. Verteidigung schon 60. Nicht schlecht. Noch ein Quickle. Da lassen wir unser Slowsis drin. Und machen gleich weiter. Ich mache den Part jetzt ein bisschen länger. Ich versuche wirklich jetzt noch alle Arena-Sklaven zu erledigen, damit der liebe Markus im nächsten Part nur noch den Arena-Leiter bashen muss. Ich habe schon lange keinen Arena-Leiter besiegt. Wer war der letzte bei mir? Also ich habe, wie heißt er? Volkner? Wie heißt er? Falco? Wie heißt der Arena-Leiter der ersten Arena? Alena. Puh, ach, keine Ahnung. Volkner heißt er doch. Nee, Volkner heißt er nicht. Sieh dir meine Parallelschwung an. Hä, was ist denn Parallelschwung? Ach, egal. Wie heißt der Arena-Leiter? Falk? Falco? Volkner? Nee, Volkner auf keinen Fall. Ich wusste es. Ich wusste, wie er heißt, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach so. Das wurmt mich jetzt. Ich muss wissen, wie der heißt. Moment, wie heißt der Arena-Leiter der ersten Arena? Er hat Flug-Pokémon. Okay, das sieht überhaupt nichts weg. Schaufel vielleicht etwas mehr. Sonst muss ich das Pokémon wechseln. Warte, Falk. Falk heißt er. Er heißt Falk, oder? Nicht Falco, sondern Falk. Ja, Falk heißt er. Oder? Hä? Seht ihr, wie vergesslich ich bin? Das ist unglaublich. Okay, ich muss tatsächlich das Pokémon wechseln, denn das dauert mir viel zu lange. Mit unserer Slowsis. Deswegen kommt Neosan LPM rein. Kopfnuss sollte nicht allzu viel wegziehen. So tut es auch nicht. Und ein Rasierblatt sollte hoffentlich reichen, um das Yugong zu besiegen. Zack, in die Fresse. Yugong ist cool, denn Yugong ist ein... Was? Neosan LPM, Markus, du enttäuscht mich. Daumen runter. Schade, schade. Na gut, noch ein Rasierblatt und dann sollte aus dem Seehund Frikassee gemacht worden sein. Er heißt hoffentlich Falk. Oder der erste Arena-Leiter. Svenja, heißt der Falk? Nein! Doch, er heißt Falk. Jetzt bin ich weggerutscht. Moment, steht das hier? Tut mir leid, das muss ich jetzt wissen. Wir haben doch sein Telefonnummer, oder? Nee, haben wir nicht. Puh. Kann ich hier nachschauen? Nee, kann ich auch nicht. Oh, verdammt, wie heißt denn der Arena-Leiter? Bruh. Ganz toll. Egal. Ich hoffe, fällt es mir irgendwann mal wieder ein, wie der heißt. Wäre irgendwie ganz nett, weil das. Ich glaube, er heißt Falk, oder? Doch, ist egal. Er heißt jetzt für mich Falk. Wenn er nicht so heißt, ist es mir egal. Und wenn er so heißt, ist es toll. Europe. Och, nee. Mal schauen, ob wir dieses Europe etwas schneller besiegen können als dieses andere Pokémon da. Wie heißt es schon wieder? Yugong. Also, Konfusion. Mach halt den Part etwas länger. Nee, das dauert wieder viel zu lange. Versuchen wir es nochmal mit Schaufler. Okay, komm, das Europe besiegen wir jetzt. Mit Slowsis und dann schicken wir wieder Neosanitem, aka Markus rein, um kurzen Prozess zu machen. Weil gegen Europa, das dauert viel zu lange.
Okay, sehr gut, Slowsis, ein Volltreffer, das gefällt mir richtig gut. Okay, als nächstes kommt Yugong rein. Da setzen wir Markus ein. Ich glaube, Yugong hat Eisattacken, aber ich glaube nicht, dass Megane Markus so schwach ist und schon nach einem Aurora-Strahl, was er wahrscheinlich hat, oder Eisstrahl besiegt wird. Ich glaube nicht, dass es so schwach ist. Sollte es nicht so schwach sein. Es sollte nicht so schwach sein, so ist der Satz korrekt. Aurora-Strahl hat er genau. Ich dachte früher immer, Aurora-Strahl wäre stärker als Eisstrahl, weil irgendwie Aurora-Strahl viel cooler aussieht, aber in der Tat ist Eisstrahl etwas stärker. Ja. Ich habe früher immer Aurora-Strahl gehabt, anstatt Eisstrahl, obwohl Eisstrahl stärker ist. Weil ich halt dachte, Aurora-Strahl ist stärker. Versteht ihr? Ja, ihr versteht das sehr gut, Leute. Sehr gut, sehr gut. Vorher konnte man ja nicht mal wissen, welche Attacke stärker ist und welche nicht, weil man konnte sich die Attacken ja nicht anschauen. Also man konnte nicht anschauen, was die für einen Effekt haben und so weiter und so fort. Das ging erst ab der dritten Generation, kann das sein? Ja, erst ab der dritten Generation. Woher wusste man dann zum Beispiel, dass Tackle stärker ist als... Naja, dass Tackle schwächer ist als Schlitzer? Das konnte man gar nicht wissen, außer man probiert es halt aus. Das war ja richtig fies damals. Okay, wir müssen noch einen Arena-Sklaven besiegen. Den darf der liebe Markus im nächsten Part machen. Ich spreche ihn schon mal an. Moment. Soll ich ihn ansprechen? Ich will ihn nicht ansprechen, damit... Wie soll ich sagen, damit er nicht in einem Kampf sofort verstrickt ist, aber ich will andererseits auch, dass er merkt, dass er gegen ihn kämpfen muss, aber vielleicht meint er jetzt, wenn ich hier einfach so stehe, okay, ich werde selbst angesprochen. Markus könnte ja meinen, dass ich ihn schon besiegt habe, weil ich hier stehe, aber jetzt wurde ich angesprochen. Das heißt, im nächsten Part geht es bei Markus weiter, er besiegt dann hoffentlich diesen Sklaven und dann den lieben Norbert und er löst das Rätsel, dann muss ich es nicht lösen, denn ihr wisst ja, wie ich mich mit Eisrätseln so anstelle. Ich sage dazu nur Slowsis LP, wollte ich sagen. Soul Silver Walkthrough. Bis zum nächsten Mal, Leute, man sieht sich, schönen Tag noch und tschüdelü.